Amtshandlung von Papst Franziskus sorgte für weltweites Aufsehen. Er wusch jugendlichen Straftätern die Füße und ahmte damit ein Beispiel Jesu nach, der einen Tag vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern die Füße wusch und ihnen hinterher sagte, tut ihr untereinander dasselbe. Stellen Sie sich also vor, wir würden hier in Weihe an einem Donnerstag, Gründonnerstag zum Beispiel, neben dem Abendmahl die Fußwaschung durchführen. Alle 5 Pastoren aus Weihe und vielleicht alle Kirchenvorsteher würden der Gemeinde die Füße waschen. Ich vermute, viele würden gar nicht erst zu diesem Gottesdienst kommen. Sie fänden das eklig, vielen wäre das zu nah und zu intim. Einem die Füße waschen ist auch sehr intim und ich könnte diejenigen verstehen, die gar nicht kommen und die das auch nicht wollen. Die Jünger wollten das erst auch nicht und wehrten sich, bis Jesus es ihnen erklärte in dem Evangelium für Gründonnerstag. Und Jesus sagt den Jüngern, und es klingt für mich etwas suffisant, er sagt, ich bin euer Herr und euer Lehrer. Das seht ihr ganz richtig. Aber der Herr steht nicht über seinem Diener und der Bote steht nicht über seinem Auftraggeber. Das heißt, dieser Rollentausch von Jesus, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht, kommt von der Botschaft her. Und der Kern dieser Fußwaschung liegt für mich darin, auf Augenhöhe bleiben. Mit Christus selbst auf Augenhöhe bleiben, dass die Jünger untereinander auf Augenhöhe bleiben, dass wir untereinander auf Augenhöhe sind und mit anderen Menschen auf Augenhöhe bleiben. Das heißt, der Kern der Fußwaschung liegt darin, sich nicht über andere zu erheben und auch nicht zu erniedrigen. Das heißt, zu sehen, ich bin wie du, du bist wie ich. Und wir beide stehen auf Augenhöhe, auch mit Christus. Und mit unseren Stärken, mit unserem Licht gehen wir in die Welt und ja, waschen uns die Füße vielleicht als ein Zeichen der Liebe. Mit anderen Menschen auf Augenhöhe bleiben kann man auf ganz verschiedene Art und Weise, gerade heute. Gerade jetzt. In dieser Woche erzählte mir ein Freund, dass in der Gegend, aus der ich komme, ein Hotelbesitzer ihn anrief und zu ihm sagte, die Frauenhäuser sind ja zurzeit voll und manche Frauen brauchen mit ihren Kindern trotzdem Schutz vor Gewalt, vor sexuellem Missbrauch. Ich stelle deshalb mein Hotel kostenlos zur Verfügung. Das ist ein Beispiel für auf Augenhöhe bleiben. Er sieht, die anderen sind so wie ich. Sie brauchen genauso wie ich Schutz vor Gewalt und anderem, brauchen einen sicheren Ort zum Wohnen, erst recht in der Not. Ein anderes Beispiel in Bremen. Restaurantbesitzer und Cateringbetriebe nahmen alle ihre Waren, die sie jetzt nicht brauchen können in der Zeit, kochten sie, und zusammen mit den Schaustellern bauen sie auf der Osterwiese, die ja nicht stattfindet, ein großes Zelt auf. Und dort werden diese Waren Bedürftigen gegeben. Das heißt, sie blieben auf Augenhöhe mit diesen Bedürftigen, hatten einerseits Achtung vor ihren Waren im Kühlschrank und auf der anderen Seite Achtung vor denen, die diese Gaben bekommen. Es wäre einfacher gewesen, die Mülltonne aufzumachen und alles wegzuwerfen. Das Zelt ist ein Ausdruck für Augenhöhe. Mitten im Evangelium sagt Jesus zu einem, dass er nicht auf Augenhöhe bleibt, zu Judas, und sagt, er tritt nach seinem Herrn. Warum? Er tritt aus der Augenhöhe raus. Er macht sein Ding, handelt so, wie er denkt, verlässt im Grunde die Gemeinschaft mit den Jüngern, die Augenhöhe mit den anderen und verrät die Liebe. Wir müssen jetzt uns nicht die Füße waschen zu Ostern, wir könnten es aber tun. Wir erhöhen uns damit nicht und wir erniedrigen uns damit nicht, so wie Papst Franziskus sich nicht erniedrigt hat und so wie wir uns nicht erniedrigen, wenn wir Angehörige haben, die wir waschen und die wir auf die Toilette begleiten. Es ist eher ein Zeichen äußerster Liebe und so nennt es auch das Evangelium. Am Ende dieses Textes bei Johannes sagt Jesus, ich gebe euch heute ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben.
Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und an eurer Liebe untereinander sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Schön, oder? Das sollten wir schon tun. Diese Botschaft oder dieses Gebot unseres Herrn und Lehrers befolgen und uns zumindest die Füße waschen, wenn wir oder andere diese Liebe und diese Botschaft verraten. Amen. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Wenn du nicht weiter weißt, sich Wahrheit als falsch erweist, und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich. Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn. Macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß noch zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive, Ewigkeit. Lassen Sie uns heute am grünen Donnerstag gemeinsam Fürbitte halten, gemeinsam das Vaterunser beten und um den Segen Gottes bitten. Ewiger Gott, bring uns bei, was wir alle brauchen. Hilf uns dabei, auf Augenhöhe mit den Menschen zu bleiben, die wir am meisten lieben. Beflügle unsere Fantasie, unsere Liebe, unser Herz, um Distanzen zu überwinden. Mach uns stark, in der Liebe bis ans Äußerste zu gehen. Hilf uns dabei, mit den Menschen auf Augenhöhe zu bleiben, die jetzt unser gesellschaftliches Leben aufrechterhalten. Lass uns weiter klatschen und sie Helden nennen, ja, aber danach nicht aus dem Blick verlieren. Hilf uns, mit dafür zu kämpfen, dass all diese Menschen deutlich angemessener bezahlt werden. Besser. Hilf uns dabei, auf Augenhöhe mit den Menschen zu bleiben, die jetzt in wirklicher Not sind. Menschen, die in finanzieller Not sind, die ihre Existenz bedroht. Frauen und Männer in Armut. Frauen mit ihren Kindern, die Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind. Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Lesbos und so weiter. Hilf uns zu tun, was wir können. Und hilf uns selbst dabei, mit dir und Jesus Christus auf Augenhöhe zu bleiben. Wir brauchen uns nicht zu erhöhen und zu erniedrigen. Hilf uns, aufrecht und stark
durch diese Zeit zu gehen. Hilf uns, unsere Stärken und unsere Begabung zu lieben. Hilf uns wahrzunehmen, dass wir begnadet sind und unser Licht leuchten lassen können. Hilf uns, uns nicht klein zu machen und in der Liebe zu bleiben. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns durch die Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne uns und behüte uns. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.